بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، geehrte Geschwister, wir erwähnen nochmal, was wir im letzten Unterricht erwähnt haben. Wir sind auf die Bedingungen der Gültigkeit des Gebets eingegangen. Und da haben wir sechs Bedingungen erwähnt, unter anderem die Absicht die Gebetszeit, die Qibla, die Reinigung und so weiter und so fort und die Bedeckung der Aura. Heute sprechen wir über detaillierte Angelegenheiten, die mit den Bedingungen des Gebets zusammenhängen. Also wir erwähnen jetzt nochmal detailliert bestimmte Situationen, Zustände und die entsprechenden Urteile dazu, die mit diesen Bedingungen zusammenhängen, allgemein. Und eventuell wird der eine oder der andere Punkt die Person treffen diesbezüglich. Und dann sprechen wir dann heute auch dann über die Säulen des Gebets. Gucken inshallah, wie wir mit der Zeit vorankommen. Bi'idhnillahi ta'ala. Dann fangen wir inshallah an. Zu den detaillierten Angelegenheiten, die mit den Bedingungen des Gebets zusammenhängen, also die Gültigkeitsbedingungen, die wir genannt haben im letzten Unterricht. Hier werden dann einige Punkte genannt. Und zwar derjenige, der nichts vorfindet, um die Unreinheit zu entfernen. Weil wir haben ja gesagt, zu den Bedingungen ist die Reinheit. Dazu gehört die Reinheit des Körpers, der Kleidung und des Platzes. Das heißt, derjenige, der nichts vorfindet, um die Unreinheit zu entfernen, betet mit der Unreinheit und wiederholt das Gebet nicht. Das heißt, er hat wirklich alles unternommen, um diese Unreinheit zu entfernen, aber er findet nichts, um diese Unreinheit zu entfernen, dann betet er so in diesem Zustand und wiederholt das Gebet nicht. Das ist sehr, vielleicht öfters bei manchen der Fall, ein sehr bekanntes Beispiel, wenn das Gebet kurz vor Ende der Zeit ist und man beten möchte, dann entdeckt man eine Unreinheit und man hat aber jetzt nichts, um es zu entfernen. Dann betet man so in diesem Zustand und wiederholt das Gebet nicht. Derjenige, der keine Kleidung vorfindet, womit er seine Aura bedeckt, und genauso, wenn er kein Gras oder Lehm findet, das heißt etwas, was er vielleicht damit auch als Ersatz für die Kleidung seine Aura bedecken kann, seine Blöße, betet in diesem Zustand nackt und wiederholt das Gebet nicht. Das vielleicht für den einen oder anderen ist das verwunderlich, aber in bestimmten Situationen, wenn zum Beispiel Personen in bestimmten Gebieten sich befinden, und jeder kann sich denken, eventuell, wo das sein könnte. Das kann zum Beispiel auch, wenn man irgendwo gefangen ist und dieser Person wird da zum Beispiel der Kleidung entzogen. Wie verhält sich diese Person? Also findet er dann keine Kleidung vor, betet er dann so in diesem Zustand, wie er ist und wiederholt das Gebet nicht, weil er für etwas nichts kann, also für diese Situation, diesen Zustand nichts kann. Er sagt hier, wenn ein Viertel seiner Kleidung rein ist, dann ist sein Gebet in einem nackten Zustand nicht erlaubt. Das heißt, nur weil jetzt die Mehrheit, der seine Kleidung unrein ist und ein Viertel davon rein ist, heißt jetzt nicht, dass er dann seine ganze Kleidung ablegen soll. Nein, er soll dann die Kleidung nehmen und dann damit beten. Dann sagt er hier auch was Interessantes, dessen Kleidung unrein ist. Was ist jetzt besser? Er hat jetzt nur unreine Kleidung vor sich und nebenbei muss er jetzt beten. Soll er jetzt die Kleidung komplett ablegen und dann nackt beten? Also ohne Kleidung beten? Oder lieber dann mit diese unreine Kleidung vorziehen? Natürlich sagt hier der Autor, soll diese unreine Kleidung dann vorziehen, besser als ohne Kleidung zu beten. Er sagt hier, wenn jetzt eine Person aber jetzt
keine Kleidung hat, wie soll die Person in diesem Zustand beten? Er sagt, die nackte Person betet sitzend, sitzend, mit ausgestreckten Beinen in Richtung der Qibla. Und er führt die Verbeugung und die Niederwerfung so aus, durch das Hinweisen, also durch Andeuten, was viele von euch bestimmt kennen, wenn jemand bei älteren Menschen, die die Niederwerfung nicht vollständig ausführen können oder auf dem Stuhl sitzen oder die Verbeugung, so führen sie es so weit aus, wie sie können, durch Andeutungen, durch hinweisende Bewegungen, dass man daraus interpretieren kann, dass das eine Verbeugung ist oder eine Niederwerfung ist. Er sagt, also was nochmal zum vorigen Punkt, was ist der Sinn dahinter? Das sitzend und so weiter und so fort damit, weil die Bereiche der Blöße, die haben auch verschiedene Stufen. Und da ist der Bereich, der ist der Intimbereich, gehört zu den Bereichen, zu den starken Blöße gehören, die verdeckt sein müssen. Und damit das bedeckt ist, sagt er, diese Person in diesem spezifischen Fall betet sitzend mit ausgestreckten Beinen in Richtung der Qibla. Der nächste Punkt, das Gebet ist auf Filz, ich denke, das ist bekannt, was es ist, ist auf Filz erlaubt, wenn der obere Teil rein und der untere Teil unrein ist. Das heißt, du hast einen Teppich vielleicht, einen sehr dicken Teppich, wobei der obere Teil rein ist und der untere Teil unrein ist und nicht durchdringt, dann kann man hier auf so einem Stück dann beten. Dann bestimmte Angelegenheiten bezüglich der Gebetsrichtung. Das kann ja auch manchmal passieren. Wer Zweifel bezüglich der Gebetsrichtung hat und er findet keinen, den er über die Qibla fragen kann. Und genauso, wenn es nichts gibt, was ihn auf die Qibla hinweist, dann betet er durch Vergewisserung. Das heißt, er strengt sich an und vergewissert sich auf beste Art und Weise, mit bestem Wissen und Gewissen, wie man auch so schön sagt, wo die Qibla ist. Und dann betet er in diese Richtung. Und wenn er das aber unternommen hat, diese Vergewisserung, und nach dem Gebet, findet heraus, dass er nicht in diese, in das, dass es nicht die Richtung der Qibla war, dann ist sein Gebet gültig. Sein Gebet ist weiterhin gültig, weil er hat das unternommen, was für ihn ausreichend war. Wenn er während seines Gebets über seinen Fehler Bescheid weiß? Also was passiert, wenn er während des Gebets auf einmal rausfindet, der Qibla ist woanders, weil er sich vielleicht daran erinnert hat? Dann, was macht er dann? Er bricht nicht sein Gebet sofort ab, nein, sondern er wendet sich Richtung der Qibla und setzt dann sein Gebet weiter fort. Jetzt kommt ein interessanter Punkt, der letzte Punkt. Der letzte Punkt. Was ist, wenn etwas von meiner Kleidung sich entblößt? Also etwas vom Bereich sich entblößt, was eigentlich bedeckt sein muss. Weil wir haben ja über die Bereiche, die bedeckt sein müssen, im Gebet ja schon bereits gesprochen. Und darum geht es. Um die anderen Bereiche, das ist ja egal, das kann ja ruhig unbedeckt bleiben und das Gebet ist ja weiterhin gültig. Er sagt, wenn von der Aura etwas getrennt wird, also etwas enthüllt wird, und dessen Summe einen Viertel der kleinsten Körperteile, die enthüllt sind, erreicht, ja, dann ist sein Gebet ungültig geworden. Und wenn die Summe der enthüllten Körperteile weniger als jenes betragen, dann ist sein Gebet weiterhin gültig. Ich denke, das ist eigentlich klar, was damit gemeint ist. Ja, das heißt, wenn bestimmte Bereiche vom Mann zum Beispiel aus Versehen unbedeckt werden, es geht hier um aus Versehen, nicht um, dass man es mit Absicht macht. Derjenige, der das mit Absicht macht, der hat ein anderes Urteil. Auf jeden Fall, wenn diese aus Versehen passiert und ein Viertel dieses Bereiches, weniger als ein Viertel beträgt, dann ist sein Gebet weiterhin gültig. Überschreitet es dann ist sein Gebet ungültig geworden. Weil
Kommen wir nun zu den Säulen des Gebets. Zu den Säulen des Gebets. Die Säulen, also Arkan, Arkan im Arabischen, Einzahl ist Rukn, Ar-Rukn, also Säulen, die Mehrzahl von Säule. Und die Säule, jetzt befinden wir uns wo? Wir befinden uns jetzt innerhalb des Gebets, bei den Bedingungen, über die wir gesprochen haben, die obligatorischen Bedingungen und die Gültigkeitsbedingungen, die befanden sich vor dem Gebet, außerhalb des Gebets, die bereits dann erfüllt werden mussten. Die Säulen des Gebets im Madhab sind fünf und das sind auch ihre Fara'id. Also das wird auch als Fard bezeichnet, weil diese Säulen sind bewiesen durch Beweise, die keine Mehrdeutigkeit beinhalten. Also das ist eine Grundlage bei ihnen, dass alles, was ohne Mehrdeutigkeit bewiesen wird, als Säule bezeichnet wird oder auch als Fard. Und wer eine davon auslässt, das ist jetzt eine wichtige Regel, wer eine davon auslässt, so ist sein Gebet ungültig, gleich ob er es absichtlich oder aus Vergessenheit auslässt. Das heißt, das bloße Auslassen, selbst unabsichtlich, macht das Gebet ungültig. Erstens das Stehen. Und das Gebet ist ohne das Stehen, wenn er dazu imstande ist, nicht gültig. Und das Stehen ist in den Fard, oder das Stehen ist ein Fard in den Fardgebeten und Wajib-Gebeten. Das Stehen in den freiwilligen Gebeten ist kein Fard. Das heißt, du kannst in freiwilligen Gebeten sitzen, obwohl du dazu imstande bist zu stehen. Das ist kein Problem. Das ist dann dein Gebet ist dann dadurch trotzdem gültig. Es geht hier um die Fard- und Wajib-Gebete. Wajib-Gebete zum Beispiel das Witr-Gebet, weil bei den Ahnaf ist das Witr-Gebet was? Ein Wajib. Dadurch fällt das darunter, dass man hier auch stehen muss. Dann, was wir dann auch sehr häufig sehen bei vielen eventuell Geschwistern oder älteren Menschen, dass wenn sie zum Beispiel anfangen zu beten und sie beten eigentlich auf dem Stuhl, sie kommen dann in die Moschee, dann sitzen sie sofort und das ist falsch, sondern es geht hier um die Fähigkeit, sondern das heißt, solange du fähig bist zu stehen, dann stehst du. Und wenn du, dann fängst du dein Gebet im Stehen an, weil er kommt ja in die Moschee reingelaufen. Das heißt, er kann ja das Gebet im Stehen dann anfangen. Und wenn er dann nicht kann, dann sitzt er dann auf dem Stuhl während des Stehens. Und das hat immer mit der Fähigkeit zu tun. Und diese Art und Weise, wie manche es machen, kann zur Ungültigkeit des Gebets führen. Und das sieht man sehr oft leider. Okay, dann die zweite Säule des Gebets ist die Rezitation. Die Rezitation. Ich sage jetzt nicht Rezitation der Fatiha oder Rezitation einer bestimmten Sura. Achtet auf meine Wörter, sondern allgemein die Rezitation. Weil die Rezitation der Fatiha, die erwähnen wir nachher in den Pflichten. Obwohl die meisten kennen die Rezitation der Fatiha als eine Säule des Gebets. Aber hier im Madhab ist das tatsächlich so, dass sie es als Wajib sehen. Und das hat mit bestimmten Grundlagen zu tun, wie sie damit umgehen. Sie sagen, die Rezitation, und wenn es nur ein kurzer Vers ist, und wenn es nur ein kurzer Vers ist, eine Ayah, so ist das Gebet ohne diese Rezitation nicht gültig. Und sie ist in den beiden Rakaat vom Fardgebet, Pflicht. Und auch in allen Rakaat vom Wajib und freiwilligen Gebet Fard. Was ist jetzt aber mit demjenigen, der hinter dem Imam betet? Das ist auch eine sehr interessante Frage und sehr weit verbreitet, die sehr oft diskutiert wird. Was ist mit der Rezitation der Fatiha hinter dem Imam? Muss ich sie lesen oder muss ich sie nicht lesen? Sie sagen hier, die Rezitation entfällt, wenn der Betende hinter dem Imam betet. Vielmehr ist es für ihn Makruh. Sie sagen sogar Makruh. Das ist verhasst, dass wenn er hinter dem Imam betet. Weil er natürlich was? Den Imam zuhören soll. Drittens die Verbeugung. Das Gebet ohne die Verbeugung ist nicht gültig.
Und was ist das Maß vom Ruku', also dieser Verbeugung? Sie sagen, das Maß der Verpflichtung der Verbeugung ist, dass er seinen Kopf so weit senken kann, indem er seine Verbeugung so ausführt, dass es näher zum Zustand der Verbeugung ist. Das heißt, wenn man jetzt, wenn er seinen Kopf so weit senkt, seinen Oberkörper so weit senkt, dass man das als Verbeugung erkennen kann, dann reicht das aus, sagen sie. Sie sagen aber, vollständigkeitshalber aber, verwirklicht er es dadurch, durch die Verbeugung des Rückgrats, das heißt, dass bis der Kopf mit dem Hinterteil, mit seinem Gesäß gleichgestellt ist, das heißt in einem 90-Grad-Winkel. Wenn das so ist, das ist auch, und das ist aber der Vollständigkeit halber besser. Wenn er aber, wie ich davor beschrieben habe, so dass er mit seinen Händen noch seine Knie greifen kann, auch wenn er jetzt ein bisschen über 90 Grad sich befindet, zum Beispiel 100 Grad, 110 Grad, ja, dann ist das auch tatsächlich ausreichend im Madhab. Viertens, die Niederwerfung als Sajda. Und das Gebet ist ohne zwei Niederwerfungen in jeder Raka'a nicht gültig. Das heißt, in jeder Raka'a müssen immer zwei Niederwerfungen stattfinden. Und der Maßstab der Verpflichtung von der Niederwerfung ist durch das Niederlegen von einem Teil der Stirn, einer der beiden Hände, einer der beiden Knie und etwas von dem vorderen Teil einer der Füße auf der Erde. Das heißt, wenn sozusagen einem Teil der Stirn, einer der beiden Hände, einer der beiden Knie und etwas von dem vorderen Teil einer der beiden Füße auf der Erde sich befinden, das ist der Maßstab der Verpflichtung für die Sajda. Und die Vervollständigung der Niederwerfung ist verwirklicht durch das Niederlegen beider Hände, beider Knie, beider Füße und der Stirn und der Nase auf der Erde. Das sind die sieben Körperteile, die auf den Boden sind, damit die Niederwerfung vollständig verwirklicht werden kann. Was ist jetzt aber, jetzt spricht er bestimmte Angelegenheiten an, wenn zum Beispiel er sich etwa auf etwas niederwirft, was extrem weich ist und keine Stabilität hat. Er sagt, und die Niederwerfung ist nicht gültig, bis seine Stirn fest auf etwas ist, sodass, wenn derjenige, der sich niederwirft, sozusagen sein Kopf nicht weiter herabsinkt, nicht weiter in die Tiefe herabsinkt, das heißt etwas als Beispiel, ein Schwamm. Nennen wir zum Beispiel einen Schwamm. Das heißt, wenn er sich darauf niederwerfen würde, das hat keine Festigkeit und keine Stabilität, da würde er sozusagen herabsinken, weiter in den Boden hinein. Das heißt, er muss sich auf etwas niederwerfen, seine Stirn muss etwas berühren, einen Boden, der fest ist und Stabilität aufweist, so dass wenn er sozusagen dann sozusagen seinen Kopf weiter herabsinken lässt, dass sein Kopf nicht weiter runter sinkt. Dann sagt er, wer auf seine Handfläche sich niederwirft, das heißt, einer macht die Sajda nicht auf den Boden, sondern er tut seinen Kopf auf seine Hand oder dem Rand seiner Kleidung. Was ist Rand seiner Kleidung? Zum Beispiel der Saum eines Turbans. Manche tragen hier vielleicht eine Mütze. Ja, und dann ist zwischen seinem Kopf, seiner Stirn und dem Boden befindet sich was? Dieser seiner Kleidung. Sie sagen, es ist zulässig, jedoch ist das verhasst. Also wenn man keine Entschuldigung hat, dann ist es Makruh, das zu machen. Man sollte seine Kopfbedeckung höher stellen, damit man mit der Stirn vollständig auf den Boden sich niederwerfen kann. Dann sagen sie, und für die Gültigkeit der Niederwerfung wird bedingt, die muss man ein bisschen nochmal zuhören,
Für die Gültigkeit der Niederwerfung wird bedingt, dass der Bereich der Niederwerfung nicht höher ist als der Bereich der Füße über eine Hälfte einer Elle. Bedeutet, wenn eine Person, sagen wir zum Beispiel, vor dir ist eine Stufe, eine Erhabung, und du wirfst dich mit deinem Kopf darauf nieder und der andere Bereich deiner Füße, der befindet sich ja natürlich dann auf den anderen Boden. Wie hoch ist diese Differenz? Wie hoch darf diese Höhe sein, dass dein Gebet dadurch oder dass deine Niederwerfung dadurch nicht ungültig wird? Sie sagen, sie darf nicht mehr als die Hälfte einer Elle betragen. Das sind ungefähr ein Viertelmeter. Ungefähr ein Viertelmeter. Sie sagen, wenn aber dieser Bereich mehr als die Hälfte beträgt, dann ist das Gebet nicht gültig, außer mit einer Entschuldigung. Das heißt, wenn es zum Beispiel ein starkes Gedränge gibt. Es sind so viele Leute, dass du deinen Kopf irgendwo absetzen musst, auf einer höheren Stelle. Und diese höhere Stelle ist höher als die Hälfte einer Elle. Das letzte Sitzen. Die letzte Säule bedeutet, dass das letzte Sitzen entsprechend der Lesung des Tashahhud. Das letzte Sitzen ist ja sozusagen in der letzten Raka'a von jedem Gebet. Damit ist das gemeint, im Maß entsprechend der Lesung des Tashahhuds, was jeder sozusagen liest. Wenn du das gemacht hast, dann hast du die Säule damit erfüllt, weil jeder diesen Tashahhud ja liest. Und damit, Alhamdulillah, kommen wir dann zum Ende. Und als nächstes machen wir dann die Pflichten des Gebets. Vielleicht schaffen wir noch die freiwilligen Zonenhandlungen des Gebets. Und dann ist ja auch demnächst Ramadan. Wie viele Wochen ungefähr, weiß es jemand? Noch ungefähr vielleicht knapp 2 Wochen. Also wir werden nur noch einen Unterricht haben, inshallah, nächste Woche. Nächste Woche ist inshallah dann der letzte Unterricht. Und wir machen dann nach Ramadan dann weiter mit diesem Buch, inshallah. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir oder als Shaitan? Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.